zusammen mit Scheppi und Conti. Luca Conti. Na, da läuft die Scheibe. Gutes Rotationsspiel und das ist das 1:0. Kenins auf Conti. Mustergültig in Szene gesetzt von Ronald Kenins. Das sieht natürlich Andreas Gammensens nicht gut aus. Konzentriert sich zwar auf seinen Gegenspieler, aber Conti hat überhaupt keine Mühe. Er ist weiterhin äußerst konzentriert. Ambu. Nonne vor dem Tor, Bastl und nun auch Ambühl und die Scheibe drin, direkt, das ist doch nicht zu fassen. Patrick Gehring, der trifft und trifft. Schoss er 3 Tore, in dieser Saison sind es nun auch schon 3. Nein, diese Scheibe war noch abgelenkt von Marc Bastl. Immerhin einen Assist wird es geben. Dicken ist Derek Walser wieder zurück. Jetzt der Foul, vielleicht noch eine Möglichkeit, Leschoff und da ist die Scheibe drin, Matt Leschoff mit dem Schuss von der blauen Linie, war noch abgelenkt. Andreas Gammensens, der die Scheibe entscheidend ablenkt, genauso ist es. Also Torschütze zum 3:0 in der 38. Spielminute. Die einzige Frage, die noch offen bleibt, kommt Lukas Flierler im 7. Saisonspiel zum ersten Shutout. Hülle und Patrick Berci mit dem 4:0, 91 Sekunden vor Schluss machen die ZSC Lions alles klar. Hülle auf Berci und der trifft zum 4:0 auch mit einer Aktion und dann ist die Partie vorbei. 4:0 gewinnen die ZSC Lions gegen die Lakers von Jason Spezza, der im letzten Drittel nicht mehr besonders häufig gespielt hat. Geschont wurde, wie ich meine, für die Partie von morgen.